Wenn Golden Retriever-Hündin Luna den Therapieraum betritt, ist die Freude riesig. Marcel und Daniel dürfen endlich wieder mit Luna trainieren. Die beiden wohnen in der Förderstätte des Münchner Vereins Helfende Hände. Gemeinsam mit Hundeführerin Sabine und Ergotherapeutin Hanna trainieren Marcel und Daniel ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten. Also der erste Schritt in der Hundetherapie ist immer, dass unsere Leute so ein bisschen ankommen können, dass sie Zeit haben, in dem Setting anzukommen, die Luna zu begrüßen. Der Marcel hat zum Beispiel eigentlich ja, sehr starke Spastiken in den Armen und hier kann er einfach ganz super loslassen. Luna ist ein ausgebildeter Therapiehund und seit mittlerweile 7 Jahren gemeinsam mit Frauchen Sabine bei den Helfenden Händen im Einsatz. Ziel des Vereins ist es, Kinder und Erwachsene mit schweren Mehrfachbehinderungen zu betreuen, zu fördern und zu integrieren und das ein Leben lang. Das ist eine ganz tolle Arbeit einfach und was ich, also ich besonders schön finde, die Zusammenarbeit mit den Therapeuten, weil mich es einfach wahnsinnig interessiert und eben jetzt im Zusammenspiel mit der Luna ist es noch mehr, also ja, es macht mir jeden Tag Spaß, einfach hier reinzukommen und einfach auch zu sehen, wie geht es unseren Leuten damit. Allein die Atmosphäre, wenn die Luna im Raum ist oder wenn die Leute das Fell spüren können. Also das ist ja allein für uns schon. Also man sagt so, der Hund regt so das Wohlfühlhormon in uns Menschen an. Und das merkt man ganz stark bei unseren Leuten. Also wie sehr sie da ankommen, wie sehr sie runterkommen können, sich konzentrieren und in Aktivitäten kommen, die sie sonst nicht machen würden. So wie zum Beispiel beim Kegeln. Die Aufgaben sind dabei klar verteilt. Marcel und Daniel müssen versuchen, die bunten Kegel zu treffen. Luna bringt den Ball wieder zurück. Ein ganzes Jahr lang konnten diese wertvollen Therapiestunden aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Nun wird endlich wieder gemeinsam trainiert. Und dann merkt man erst mal, was dann doch verloren gegangen ist. Wie viel man doch wieder bei Null anfängt. Wie viel man wieder neu starten muss. Und auf der anderen Seite hat man dann Situationen, man macht eine Übung, die hat man seit einem Jahr nicht mehr gemacht und dann macht man es und es wäre, als hätte man es gestern das letzte Mal gemacht. Die Leute strahlen und man kriegt einfach super ehrliches Feedback und das ist ganz schön. Zum einen die Freude zu sehen und zum anderen eben, dass sie sich wirklich so angestrengt haben in dieser Stunde, dass, also wir schon gesagt haben, als wäre es gestern gewesen, die letzte Stunde. Also das war schon toll. Luna, Marcel und Daniel haben die Aufgaben mit Bravour gemeistert. Übungen, die viel Konzentration und Kraft brauchen, bei Hund und bei Mensch. Zum Schluss gibt es deshalb natürlich noch eine Belohnung. Und über die freut sich nicht nur Hündin Luna.